Hallo und willkommen zurück zu Jurassic World 2 und Jurassic World Evolution 2. So ist es ja richtig. In der letzten Folge haben wir diesen neuen Park angefangen und wir haben da ein bisschen finanzielle Schieflage erhalten. Wir haben viel gebaut. Ja, die können wir jetzt natürlich auch mal hier, den können wir jetzt mal behandeln. Und dann 4 von 6. Ja, wir haben noch nicht ganz genug Geld. Mist. Es wird jetzt auf jeden Fall besser. Das Problem war nämlich tatsächlich, nachdem wir unsere Dinos hier alle einschläfern mussten, was heißt einschläfern, betäuben mussten, weil sie alle was gebrochen hatten, blieben die Besucher aus, oder die Agenten heißt es ja. Und ja, der neu gefangene Dino hat dann natürlich erstmal hier den Zaun kaputt randaliert und naja, ohne Besucher kein Einkommen. Jetzt sind die drei Dinos hier drin, aber wieder fit. Und stromern umher. Sind auch zufrieden. Ja. Und das bedeutet natürlich, dass auch Besucher kommen, sich diese Dinos anzukommen. Und dadurch steigt auch unser Einkommen wieder ein bisschen. Hier mal natürlich. Die Jungs mal reparieren schicken, damit wir das Problem gelöst haben. Ja, genau. Ja, und dann schauen wir mal, dass wir gleich zügigst ein bisschen Kohle nachbekommen, damit wir hier die Behandlung starten können. Das muss ja auch gemacht werden. Ja, das sieht doch schon mal nicht ganz schlecht aus. Brauchen wir noch 108 oder 118? Ich weiß es nicht mehr. Wir könnten mal hier einsteigen. Das machen, was wir im Prinzip gelernt haben am Anfang dieser Kampagne. Wir machen Fotos. Fotos bringen Geld. Sieh mal einer, guck. Die jetzt mit einem Haps verspachtelt. Na toll, man sieht natürlich nichts. Na egal. Mal, dass die hier mit rausgerannt kommen irgendwann mal. Also ich würde ja eher so eine Sicherheitsschleuse einbauen, um ehrlich zu sein. Naja. Vielleicht muss man das später auch noch mal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Cash in der Tasche, um hier die Behandlung zu starten. Ja, ein ähnliches Problem hatten wir ja neulich schon mal. Dass wir eigentlich die Dinos zufrieden hatten, aber der Timer nicht weiter lief. Aber gut, dann können wir den jetzt wieder dahin transportieren. Oder wir nutzen mal eben. Nee, machen wir nicht. Achso, nee, das müssen wir anders machen. So, Transport. Da rein. Ich dachte gerade, ob wir die Kohle, die wir noch haben, nutzen, um schon mal hier das Gehege, den Zaun aufzuwerten. Aber ich denke mal, je eher der wieder da ist, wieder drin ist. Umso schneller
Umso schneller generieren wir wieder mehr Kohle, weil wenn er da drin ist, wird er ja angeglotzt und ja. Machen hier auf dem hinteren Bereich mal. Fangen wir mal an. Ja, mal gucken, dass der nicht getriggert wird, dass er da rausrennt. Ja, wir müssen natürlich auch nochmal einen Schutzbunker errichten, weil sicherlich wird uns nochmal irgendwie eine Naturkatastrophe oder sowas ereilen. Ja, immer schön gegenläufig, immer weit weg von dem, wo er ist. Ja, wir müssen natürlich mal eben schauen, wo ist denn hier mein Team? Die sollen die mal eben kurz begutachten. Pack noch mal so eine Station hier rein. Fehlende Beute. Ach so, ja, natürlich. Wir hatten ja natürlich das Problem, dass unser Gehege hier noch gar nicht fertig war. Er hat ja noch gar keine Wasserstelle, der Ärmste. Warte mal. Dann machen wir mal so ein bisschen Wald hier hinten weg. Tun da mal eine Wasserstelle hinmachen. Bisschen kleiner. So. Und natürlich eine Futterstation da reinstellen. Fehlender Fels. Ja gut, Fels, das kriegen wir natürlich hin. Sand und Fels. Heute ist da. Ja, Wasser könnte ein bisschen größer, aber ist ausreichend. Dann machen wir ein bisschen Sand und Fels noch hier rein. So, unser Ranger-Team kriegt natürlich noch diese Aufgabe dazu. Er braucht jetzt nicht sofort los. Achso, er fällt jetzt da hinten hin. Ist mir auch recht. So, Sand und Fels. Pinsel. Fels. Na, hier beim Wald geht es natürlich nicht. Mal da noch ein bisschen. Dann machen wir den Sand hier hinten beim Wasser hin. Na, knapp erreicht, aber erreicht. Cool. Könnten wahrscheinlich auch noch ein bisschen was von dem Wald hier wegnehmen, ne? Machen wir nochmal in die... Der Wald ist dem komplett egal. Dem Albert. Machen wir einfach noch ein bisschen Wald weg. Ist ja auch gar nicht so ganz schlecht, umso mehr kann man ja auch sehen von dem Dino. Ja, der ist soweit zufrieden. Kohle läuft auch. Das heißt, wir können schon mal... Ja, gute Frage. Fangen wir jetzt schon an, ein neues Gehege zu bauen? Oder upgraden wir erstmal unsere, weil uns garantiert nochmal irgendwie ein Sturm ereilt?
Da gehen wir mal auf Risiko und holen mal was Neues. Hier können wir dann ja direkt mit Zaun Stufe 3 starten. Oder wir werten nochmal auf. Na, jetzt jagt er natürlich hier den Wagen. Ja, da habe ich aber kein Mitleid mit. Irgendwann erwischen sie den nochmal und pflücken den auseinander. Aber ist mir egal. So. Wir bauen einfach hier an. Das ist ja natürlich schlau gewesen. Machen wir so. So, dann gehen wir nochmal auf Ersetzen. Dann können wir nochmal gucken, dass wir hier. Ja, das war natürlich jetzt nicht so schlau, weil der sind natürlich jetzt erstmal mit Bauen hier beschäftigt. Naja, egal. Wenn er das jetzt gleich merkt, dann läuft er hier rein und ist dann aber ja trotzdem gefangen. Hoffen wir. Also er hat es erkannt. Was? Mach keinen Scheiß jetzt hier. Nö, alles gut. Da haben wir schon drei. Ja, das ist eines der wenigen noch zwei Elemente. Aber jetzt traue ich mich auch nicht da, da zu ersetzen. Er hat zwar irgendwie gemerkt, dass das Gehege nicht geschlossen ist, aber ist in die falsche Richtung gelaufen. Zu unserem Glück. Sonst hätten wir jetzt ja, guck mal, hier ist auch noch ein Level 2 Element. Ist kein gutes Gefühl, dass der hier bei den schwächsten Zaunelementen rumstromert. Mal, der ist nicht so schnell. Nee, okay, geht. Ja, das ist ein recht breites Teil. Wenn der einfach losstürmt. Na, wir lassen das erstmal. Wir haben ja auch hier noch genug zu tun. Da muss hier ein Tor rein. Kann man eigentlich auch Tore. Nee, kann man nicht. Mist. Zwischen Gehege machen, ne? Dass die Ranger einfach hier reinfahren, durch das Gelände durch in das nächste Gelände Gehege rein, habe ich gedacht. Aber scheinbar geht das nicht. Schade. Das wäre natürlich cool gewesen. Aber gut. Dann soll es so sein. So ein Tor hat Sicherheitsstufe 5. Also eigentlich wäre es sinnvoll, ein Gehege aus Toren zu bauen, solange man nicht noch bessere Zäune hat. Naja. Wollen wir uns mal nicht drauf versteifen. Glotzkasten hinstellen. Andersrum bitte. Ja, schade, schade, schade. Das passt nicht. Und so sieht man nicht genau. Ach, das ist doch wieder ärgerlich. Und so, habe ich so Strom überhaupt? Weiß es nicht. Naja, egal. Stellen wir es dorthin.
Fließen Weg an. Gut, geschwungene Wege sehen immer ein bisschen schöner aus, das stimmt, aber wir sind ja hier in der Kampagne und nicht in unserem höchsteigenen Park, wo wir hier auch auf schön bauen und sowas. Ich freue mich da ein bisschen drauf, möchte aber erst die Kampagne einmal durchspielen und dann werde ich auf jeden Fall nochmal einen Park bauen, der einfach hübsch ist, ne? Wo man dann einfach Bock drauf hat, so einen schönen Park zu bauen. Was ist hier denn los? Hä? Ach, das Gelände ist da so. Das ist ja ulkig. Kann man es wieder rückgängig machen? Nee, das geht eben nicht. Das finde ich ein bisschen schade, dass man nicht einfach zurück. Ne? Also mich ärgert jetzt, dass das hier so eine Anhöhe ist. Da denke ich mir so, okay, krass, wenn das Gelände hier so abschüssig ist, dann wäre es ja sinnvoller gewesen, den Teil hier hin zu machen. Aber man kann ihn nicht einfach wieder wegmachen. Höhenlinien aus, Höhenlinien ein. Ja, okay, das hätte man vielleicht jetzt ein bisschen drauf achten können. Naja, gut. Okay, man könnte das natürlich manuell hier wieder angleichen, aber... Ja. Jetzt nicht sagen, drauf geschissen, das klingt so herrisch. Aber drauf geschissen. Nicht so wichtig. Ja, die Bäumchen lassen wir erstmal stehen. Verzeihung. Ja, mich hat es erkältungstechnisch ein bisschen hingerafft. Ich denke mal, das hört man auch so ein bisschen. Aber, ja. Wir werden es überleben. Trodon. 8 Stück. Ich glaube, die sind ein bisschen kleiner. Das wäre eine Idee. Der sieht ja auch lustig aus. Auch so ein bisschen T-Rex-Anleihen. Ich glaube, ich bin echt dinosaurier-technisch ein bisschen schlecht auf die Lochwohl. Das sind doch die... Oh, die sind cool. Die will ich haben. Die finde ich richtig cool. Die holen wir uns auf jeden Fall. Die sind zwar so ein bisschen fake, sozusagen. Also die hat es so in Wirklichkeit nicht gegeben. Die gab es nur im Film. Also es gab sicherlich Dinosaurier, die einen ähnlichen Knochenaufbau haben. Es gibt ja heutzutage gibt es ja auch noch Kragenechsen, die so einen Aufstell-Dingsbums, aber dass die Gift spritzen, dafür gab es tatsächlicherweise gar keine Anhaltspunkte. Das haben die bloß im Film dazu gedichtet. So, gucken wir mal. Der. Ja, der ist da so halb nur drin, ne? Das ist ein bisschen doof. Vorhin habe ich so gedacht, Mensch, cool, der deckt ja mega viel ab. Aber es reicht nicht ganz. Hm. Naja, hier wollte ich nochmal kurz reingucken. Ja, ich habe mir das schon gedacht, unsere ganzen Perks sind nämlich weg. Wie sieht es denn bei unseren Wissenschaftlern aus? Oh, der ist ja gerade... Ne, der ist... Ja, dann können wir den mal in eine Pause schicken. Der ist ja ein bisschen gestresst gerade. Die brauchen wir noch nicht in eine Pause schicken, die kann noch ein bisschen...
Ja, und dann warten wir darauf, dass unsere neuen Dinos ankommen. Das ist ja gleich in 20 Sekunden soweit. Und dann wird auch unsere Dingens hier, unsere Bewertung weiter steigen. Was ich echt ein bisschen schade finde, da bin ich vielleicht von Planet Coaster einfach so ein bisschen verwöhnt und getriggert. Dass man hier, also ich bin immer geneigt, hier überall Mülleimer und Parkbänke hinzustellen, ne? Und mehr Dekoration, weil ich sag mal, so ein Park muss ja auch schön sein. Irgendwie. Ne, hier gibt es ja auch so Ziersträucher. Einfach mal hier so ein paar. Ja, das passt. Sehr großartig. Wunderschön. Aber das ist doch nett. Oder? Wenn man rauszoomt, verschwinden die einfach wieder. Tolle Sache. Naja, gut. Bin ein bisschen gespannt. Los geht's. 6 Stück. Wie viele haben wir? 5. Aber cool. Einer ist abgehauen. Immer her damit. Produkt wird transportiert. Beginne Produkttransport. Ich glaube, hier würden wir. Das sind ja auch Fleischdinosaurier. Da würde ich einfach mal so eine Futterstation einfach hinstellen. Ich glaube, die brauchen nicht unbedingt lebendes Futter. Cool, ey. Oh, hier geht der Sprit alle. Oh, oh. Oh, das war ganz schön knapp, ey. Upsi. Produkttransport beendet. Ja, vielleicht sollten wir noch mal einen zweiten hinstellen. Erstens mal, weil der auch ja vom Radius her gleich in Probleme gelangt. Und vielleicht entlasten wir den anderen damit so ein bisschen. Können das ja mal gucken, dass die so halb noch mit erwischt werden, dass die damit mit angeschlossen werden. Ich weiß nicht, ob das dadurch den Verbrauch von dem hier auch verringert. Nö, das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Weil der ist auch noch nicht fertig. So, ja, aha, siehst du mal, das war nämlich ziemlich sinnvoll. So, dann können wir hier nämlich nochmal ein Gehege hinbauen. Wo ist denn hier mein Ranger-Team? Was machen die denn eigentlich schon wieder da? Ah ja, siehst du, dadurch, dass das die hier in diesem Dunstkreis rumtouren, sind die zufrieden. Werden die mit angeglotzt. Das ist okay. Ja, die haben halt einen ziemlichen Weg, ne? Wenn sie da jetzt außen um zu. Deswegen hätte ich das cool gefunden, wenn der einfach hier so zwischen gehen könnte. Aber gut. Was macht denn hier mein Albert? Der ist da hinten. Cool. Dann können wir jetzt mal eben den Zaun hier richten. Warte. Ersetzen. Zack. Okay, Albert ist immer noch entspannt. So, da müssen wir auch noch komplett auf 3 aufrüsten. Ah, das ist nicht wirklich eine Saurierbedrohung. Der ist ja da hinten schon wieder zu. Ja, und dann schauen wir mal eben. Wo ist denn hier mein. Haben die sich jetzt festgefahren oder was? Unbelievable. Ja, die KI ist mal wieder voll auf Sendung. Die haben mal wieder richtig Bock. Oh, was ist das denn? Infizierte Nahrungsquelle. Willst du mich verarschen? Das habe ich doch gerade erst aufgestellt.
Finden die bestimmt jetzt überhaupt nicht so geil. Jetzt hat er schon was gefressen davon. Scheiße. Naja, gut. Dann haben wir aber auf jeden Fall toll was zu tun. Warum zum Teufel haben wir eine infizierte Nahrungsquelle in unserem Gehege, die ich just gerade aufgestellt habe? Vielleicht sollten wir doch wieder auf Lebendfutter umstellen. Das ist einfach scheinbar nicht so störungsanfällig. Naja, wir machen auf jeden Fall ein kleines Päuschen. In der nächsten Folge haben wir ja wieder genug zu tun. Fleisch austauschen, weiteres Gehege bauen, altes Gehege aufwerten. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, habt Bock. Bis dahin, ciao.